So, meine Lieben, es wird Zeit, sich um Dune Woman zu kümmern. Ja, ich bleibe wie gesagt bei Roll, weil mit der kann ich wenigstens spielen. Wir haben jetzt ja die Waffe von, wie hieß sie, Polar Woman oder Polar Lady. Und damit können wir, denke ich mal, sie auch ausschalten. Also, vermute ich jetzt einfach mal. So, mal gucken, ich habe jetzt ein Weilchen nicht gespielt. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt noch die Skills dafür habe, weil es war ja doch schon relativ schwer, ne? Darf man ja nicht unterschätzen hier. Ja, da fängt schon mal an. Erster Gegner und ich werde getroffen. Ja, da sind wieder die Affen, die mich mit Bananen bewerfen. Alter, wie viel die abziehen. Das ist unfassbar. Aber naja, gut. Wie gesagt, ich bin motiviert. Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen was geschafft. Zumindest bei dem Spiel, was ja zumindest bedeutet, dass es schaffbar ist. Was mich freut. Ne? Ich muss mir da keine Sorgen machen, dass es unschaffbar ist auf Dauer. Ey. Na, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Doch, mit ihr komme ich da hoch. Komme ich mit dir da hoch? Ja, doch, hier. Ist ja, da muss ich sogar gar nicht den Mechanismus hier auslösen. Ich kann einfach da drüber springen mit meinem Doppeljump. Ist das nicht wunderbar? Ja, ich freue mich. Ja, auf jeden Fall, ich habe... Alter, das Spiel macht schon Spaß, ne? Muss ich mal sagen. Toll gemacht hier. Ich frage mich eigentlich, ob ich da hochkomme. Na gut, jetzt eh nicht mehr, aber... Ach so, stimmt ja. Warte mal, ich habe doch irgendjemanden... Ich habe doch Beat bekommen, zumindest bei ihr jetzt. Was ganz praktisch ist. Ja, Katze? Kann ich dir helfen? Miau? Möchtest du mir helfen? Ich glaube nicht, dass du mir helfen kannst. Das Spiel ist viel zu schwer. Selbst für mich. Was willst du da machen? Ja, da braucht jemand Aufmerksamkeit. Tja. So ist das, ne? Wenn die Katze schreit, dann muss man kurz auch mal anhalten. Ich bin schon mal fast tot. Das geht. Darf nicht sein. Okay. Wie komme ich da jetzt hin? Also nach der Logik, wir hatten ja diese Blase. Dürfen wir jetzt hier schweben? Boah. Kann ich den einfach wieder auflösen, wenn ich... Ja, praktisch. Also das finde ich ziemlich cool, dass sie alle so eine Sekundärfunktion haben. Gut, damit habe ich meinen ersten Energy Tank, was sehr schön ist, weil ich bin doch schon wieder fast tot und... Also auf jeden Fall will ich mir den dann natürlich eher für die Endgegner aufheben, also für die späteren Endgegner. Nicht für die ganz frischen hier oder für die Robot Master und Masterinen, ja. Oder wie ist die weibliche Form von Robot Master? Robot Mistress ist kein Wort. Mistress, na gut, Mistress ist wieder was anderes. Robot Mistress ist ja aber auch eigentlich schon eine ziemlich geile Bezeichnung hier. Ah. Dieser Typ da, der belästigt mich ja, meine Güte. Aber irgendwie ist das fast schon schlimmer, dass seine Schüsse so langsam sind, weil da, weiß ich nicht, sieht man die Gefahr auch auf sie so zukommen. Ja? Was ja eigentlich was Gutes ist. Aber hier, ja, gut. Ja, gut, den schnell kann man dann doch ein bisschen schlechter ausweichen. So, jetzt lass mich mal hier in Ruhe. Na! Komm ich da nicht hoch? Beat? Kannst du das nicht holen? Och. Ah! Okay, dafür ist Beat also nur da, bei ihr zumindest, ne? Dass er mich, also, der ist, also sozusagen, ist ja so eine Art, ja, manifestierter, das rede ich ja, modifizierter, ja, Dings hier. Jetzt fehlen mir die Worte. Ich kann gar nicht glauben, was ich gerade gesehen habe, mir fehlen im wahrsten Sinne des Wortes die Worte. Ja, ich wollte sagen, modifizierter Rush-Coil eigentlich, ne? Na komm, hier, da springe ich einfach drüber, das tue ich mir nicht an. Wo ich den besiegt habe, bin ich schon tot, ja. Ja, ich habe die Affen gesehen, ja. Man muss da echt immer ein bisschen aufpassen. Ja. Sagte er und passte eben nicht auf, aber... So, das holen wir uns natürlich, ja, das Leben können wir alles gebrauchen. Trotzdem verstehe ich nicht, wie man bei Dune Woman der einen Attacke ausweichen soll. Das verstehe ich halt einfach wirklich nicht. Also ihr komischer... Ihre Windhose da, ihr Sandsturm, der ist halt schon ganz schön krass, ja. Muss ich jetzt mal sagen. Aber hey, wir kommen... Also wie gesagt, mit ihr zu spielen ist schon weitaus einfach. Ich glaube, die Level sind besser... Ich weiß nicht. Das heißt, sie sind besser mit ihr schaffbar. Ich glaube auch nicht, aber ich glaube schon, dass Mega Man an sich der Hard Mode ist, ja. Habe ich zumindest das Gefühl. Was witzig ist. Dass Mega Man in einem Mega Man Mod oder in einem Mega Man... Ja gut, ist ja kein Mod, ist ja ein Fangame, aber... Dass er da sozusagen der Hard-Mode ist. Ach, jetzt scheiß auf das Leben. Ich habe immer noch nur zwei.
Aber hey, ich bin jetzt kein einziges Mal gestorben jetzt zumindest. Also. Dafür, dass es so arg aussieht hier. Hm, warte mal. Nee, das muss ein bisschen weiter nach oben. So. Gibt's hier nochmal ein Leben oder irgendwas, wo ich mich ein bisschen aufladen kann? Ja, das ist irgendwie. Natürlich nicht. Ich könnte meinen Energy Tank verwenden, aber das will ich auch nicht. Wir gucken jetzt erstmal, ob hier der Eisroller. Okay, ja, es wird schwer, die damit zu treffen, aber wir versuchen's. Ne, Dune Woman. Wow, das hat überhaupt gar nicht geklappt. Hä? Wieso? Was sind denn ihre. War nicht Feuer, oder? Feuer gegen Düne? Ergibt doch keinen Sinn, oder? Aber ich finde cool, was sie dann noch so für einen Kragen dazu bekommt. Nee, das ist ja. Hat dann höchstens Blase, oder? Oh! Ist das eine Schwäche? Ja, nicht, oder? Nee. Ja, toll, ich habe die Waffe von der nicht. Scheiße. Kann Piet mir helfen? Nee. Ja, wie gesagt, Piet, der teleportiert mich nur nach oben, was ein bisschen ungünstig ist. Ach, scheiße. Warum ist es nicht so schwer? Warum ist Dune Woman so schwer? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, aber was ist denn jetzt gegen Eis? Also. Ja. Ich weiß nicht, für mich klingt irgendwie Beat the Lady noch relativ einfach, aber. Level habe ich auch nicht geschafft, weil es wieder so schwer ist, ja. Beat the Lady. Ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit durch die Gegend flattern oder so, oder mich mit ihren Punkten da, keine Ahnung, Laserstrahlen rausschießen, ich weiß es nicht. Kann ich Plantman irgendwie auf meine Seite bringen da hinten? Irgendwie, ja, wahrscheinlich nicht. Wow. Ein Treffer und ich bin schon fast tot. So, da kann ich jetzt aber durchschießen, ne? Wow. Das hat's total gebracht. Na, jetzt verschwindet hier. Muss ich erstmal alle ausschalten. Gerade die Spinne, ey, wenn er jetzt seine ganzen Babys da in meine Richtung schießt hier. Ungünstig. Oh meine Güte, ey, ich bin ja 2 Minuten im Level und ich krepiere schon wieder. So, das Leben da, das hole ich mir aber. Wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Ich glaube, das ist so eine der besten Schildwaffen, die wir bis jetzt eigentlich in einem Mega Man-Spiel hatten. Muss man jetzt mal so sagen. Also ich meine, es ist ja ein Fangame, aber trotzdem, ich meine, wie praktisch das Teil ist, ne? Man ist geschützt, man kann sich bewegen. Man kann auf dem Wasser schwimmen, man kann die sogar platzen lassen, um einfach einen größeren Bereich abzudecken. Das sind schon sehr, sehr viele Vorteile. Schießt er wieder seine Motto auf mich? Oh Gott, ich sterbe. Wie ich sagte, ich sterbe. Die Sache ist, ich möchte eigentlich auch noch mit dem Buchstaben rankommen, aber. Was war das gerade? Das war gerade der Leck des Jahrhunderts hier. Meine Güte. Ja, wie gesagt, ich möchte eigentlich nur an den Buchstaben rankommen, der hier in dem Level drin ist, aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass ich den kriege. Das ist so ein perfektes Timing, was ich einfach nicht beherrsche. Na komm. Die Motte, die hat auch irgendwie so einen ganz komischen. Eine ganz komische Flugbahn, habe ich das Gefühl, ne? So, jetzt ist gut. Jetzt ist er immer noch da, meine Güte. Wie lange belästigt er mich denn hier? Komm, weg! Ich bin noch keine Lichtquelle, der du entgegenfliegen kannst. So, hier auch aufpassen. So! Hier haben wir die furchtbare Stelle. Boah, wie soll ich das schaffen? Ich krieg das nicht hin. Aber ich will das C haben, also jetzt bin ich da auch wirklich angefixt, was soll ich sagen? Also. mir fehlt ja eh immer noch bei Polar Woman hier der Buchstabe, wie gesagt, das sind dann Sachen, da gucke ich dann einfach mal im Internet nach. Ne? Mir werden jetzt schon so viele Buchstaben gefunden, da will ich den Rest dann auch finden. Und wie gesagt, die Zeit nehmen wir uns. Wir nehmen uns die Zeit, die das Spiel auch verdient hat, ja. Also, wenn wir nicht durchrasen. Es geht hier ja nicht, sag ich mal, darum, irgendwie
Pokal zu gewinnen oder einen Speedrun abzuschließen. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, ganz ehrlich, jetzt nervt mich doch mal nicht, ey. Von allen Seiten werde ich ja angegriffen. Entweder von diesen komischen Rammelkäfern oder von den Motten. Ich bin schon mal fast tot, ey. Dabei hat Dune Woman gerade so gut geklappt irgendwie, ich weiß nicht. Das war wieder viel zu spät. Ich muss wirklich perfekt springen. Ne. Ich muss da schon oben lang. Anders geht's gar nicht. Zack. Natürlich sterbe ich. Oh, komm schon, mein Gott. So viel Qualen für einen Buchstaben. Das kann doch nicht sein. Was ja auch alles für Viehzeug rumläuft, ey, oder rumspringt, ja. Man lässt mich auch nicht in Ruhe. Jetzt kommt die Motte. Natürlich piekst du direkt durch mich durch, ja. Kann ja auch nicht einfach mal einen Umweg nehmen, das ist ja natürlich verboten scheinbar. Wieder die Motte hat ein ganz komisches Flugmuster, ich weiß nicht. Das ist immer so direkt auf mich zu und so leicht abweichend, aber ich finde, das kann man sehr, sehr schwer einschätzen, wie das hier auf mich zukommt, ja. Deswegen meine ich ja nur. Okay. Ja! Ich hab's! Endlich! Geht doch! Meine Fresse! Boah, war das eine schwere Geburt! Ja, Eddie, dankeschön. Du bist ein Schatz, wirklich. Ah, okay, ich verstehe. Ja gut, ich hätte jetzt nämlich nicht den Käfer provozieren dürfen, sonst hätte der, wäre der gegen den Block da gerammt und der E-Tank wäre verloren gewesen. Schön! Haben wir das auch geklärt. Die vier da unten lasse ich natürlich in Ruhe. Okay, die kleinen Käfer können scheinbar auch den Schaden anrichten wie die großen. Ah, nee, halt. Ich wollte gerade sagen, mich triffst du nicht und dann trifft er mich, ne. Aber auch schön, mal so eine Leiter als Ranke, ne. Also, wie gesagt, super, super kreativ. Ich fürchte mich nur schon vor Nuclear Man. Also, wenn es geht, würde ich mir den gerne wirklich zum Schluss aufheben. Also, der ist halt, boah, die Stage, ey, mit teilweise den Gegnern, die einfach einen Instant killen können. Es geht einfach nicht an, ne. Na gut, ich brauche keine Energie, ich habe immer noch alles beisammen. Ich habe alles beisammen. Okay, die fallen einfach nur nach unten und explodieren. Na gut, das heißt nur. Reicht auch schon aus. Ein bisschen Zeit habe ich ja, was ganz cool ist. Oh. Schön. Mal aufladen. Jetzt fliegen die Viecher auch noch. Okay, einfach schnell. Dann geht eh das schon, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist ein Fall für Beat, ne? Das hat überhaupt nicht geklappt, Beat. Das war ziemlich scheiße. Ja, also Beat lässt sich ganz komisch steuern. Also eigentlich kann man ihn gar nicht steuern, ne? Er greift einen kurz, dann gibt er so einen kleinen Angriffsboost. Na toll. War so klar. Naja, wenigstens habe ich den Buchstaben jetzt. Das ist die Hauptsache, ne? Wir machen nochmal weiter. Ich habe ein gutes Gefühl. Oder ich habe irgendein Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich es einordnen soll, aber... Irgendwie lohnt es sich fast, den gar nicht anzugreifen. Also diese kleinen Viecher loszuwerden, ist fast schon schlimmer, als den einfach zu ignorieren. Ich meine, hier zum Beispiel kann man gut vorbei, wenn man von unten kommt, aber das ist ja in den wenigsten Fällen so. Ja. Hier holen wir uns natürlich wieder unser Leben. Was praktisch eigentlich... Können wir einfach so durchlaufen, oder? Nee, gut, mit Gegner, bei Gegnerkontakt explodiert das Ding. Ich wollte schon sagen, weil sonst wäre es ja... Völlig overpowered, wenn ich das die ganze Zeit nutzen könnte. Ja. Ohne Einschränkung. Also, wo ich das sozusagen nur auflösen würde, wenn ich es aktiv. Oh, das war knapp. Das war knapp. Hätte ich meinen Doppelsprung nicht gehabt, dann wäre ich jetzt Fischfutter. Genauso hier. Ich habe so ein Glück hier. Das ist unfassbar. So. Ja, komm, dann rammel da mal durch. Okay, ich will mich da eigentlich nicht drauf einlassen, muss ich sagen.
So ein bisschen muss ich mitkommen. Genau, dass ich jetzt hier hochspringen kann. Aber das Schlimmste habe ich ja. Den Buchstaben, wie gesagt, habe ich für mich jetzt beansprucht. Das war, glaube ich, die größte Qual. Das ist halt, ist damit erledigt. Und da hoch möchte ich doch. Da kann ich vielleicht... Plantman! Plantman! Ich glaube schon... Oh, die Tröte können wir doch, diese komische... ich sag mal, die Partytröte, die sich ausrollt. Die kann man aus Hornetman-Stage, ne? Kämpfen wir jetzt gegen Hornetman und nicht gegen Plantman? Das ist ja interessant. Das ist definitiv Hornetman aus Mega Man 9, oder nicht? Okay. Kann man den besiegen oder so? Ne, der verschwindet einfach nur. Ja, das ist ja wirklich Mega Man 9, krass! Ja, bitte leben. Danke. Na dann schieß mal. Okay, so geht's auch. Egal. Okay, jetzt kämpfen wir gegen Hornetman. Mit der hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet, ehrlich gesagt. Nee, Hornet Woman. Okay. Ein Gender Swap, interessant. Macht ihr irgendwas, macht sie irgendwas anderes? Boah, ich muss erstmal überlegen. Oh, sogar mit der Mega Man 9 Boss Musik. Okay, sie spritzt überall noch Honig hin. Ist in Ordnung. Sie besprenkelt uns ein bisschen. Ja. Ist das geil. Okay, das ist natürlich eine Überraschung. Das ist wahrscheinlich seine Ehefrau oder so. Keine Ahnung, oder? Okay, ist schon mal schwerer. Weil mit diesem spritzigen Honig hier überall. Ja. Okay, ich bin schwierig, da wirklich auszuweichen. Ich finde es schwierig, überhaupt zu treffen. Ich nehme Energy Tank, komm, scheiß drauf. Ist mir jetzt egal. Ich will das jetzt schaffen. Ah, Mann, jetzt geh weg! So, der Honig ist okay. Der ist in Ordnung. Die Hornissen sind halt das Problem, ne? Komm, stirb. Dankeschön. So, hilfst du uns jetzt? Aua, hat wehgetan. Ich komme wieder und werde dich, dir Honig ums Maul schmieren. Ja. So, ne? So nicht anders. So, da haben wir unseren zweiten Verbündeten, würde ich mal behaupten, ne? Schön. Ich frage mich, was das dann für eine Auswirkung hat. Ich meine, die werden mir vielleicht bei den finalen Leveln helfen. Würde ich jetzt einfach mal so frech in den Raum stellen. Natürlich blöd, dass ich jetzt einen Energy Tank verschwendet habe, aber... Ja, was soll's. Ich frage mich eigentlich, ob es so einen Shop gibt, halt. Also wie in manchen Megamenteilen kann man ja... Na gut, hier gibt es ja eine Schraube, die ich einsammeln kann, aber manchen gibt es halt einen Shop. Und der war immer sehr praktisch. Der war immer sehr, sehr praktisch. So, Beat. Nein, ich möchte dich aufladen. Ich will dich nicht nutzen. Ich wollte nur dein Leben aufladen, also alles gut. Okay. Zack, zack, hier, einfach schnell durch. Keine große Beachtung schenken, ja genau. Yes, genau so. Das Leben holen wir uns natürlich noch. Wir können jedes Leben gebrauchen. Ach, scheiße. Wo kommen die denn hier plötzlich alle her? Nein! Scheiße, nein! Ach, komm schon! Oh, aber wenigstens starte ich hier, das heißt, wir haben gerade mal die Hälfte des Levels geschafft? Ist das so riesig, ja? Ich meine, scheinbar schon, aber... Meine Güte. Oh, diese scheiß Käfer, ja, ey, wirklich. Geh mir auf den Sack. Okay, ich konnte ihn töten, bevor er sich ausbrütet da oder seine Mutter aus dem Leib quetscht. Ich meine, hier würde sich wahrscheinlich wirklich das Bubble Shield anbieten, ne? Bevor die mich die ganze Zeit belästigen und immer wieder treffen. Na komm, runter. Du wirst auch deine ganzen komischen Spinnviecher da auf mich schießen, ne? Ja, schieß so. Und jetzt. Einfach die Zeit abwarten, dann... Dürfte das schon hinhauen. Wo kommst du plötzlich her? Wo kommst du her? Aus dem Nichts geschlossen hier. Hatte gerade überhaupt keinen Sinn gehabt, dass du... Der hat extra gewartet oder was, bis ich wieder an der schlimmsten Stelle angelangt bin. So. Dann gucken wir mal, Lady. Wollen wir es erstmal mit Schnee probieren? Ich meine... Oder mit Feuer.
Ich meine, Käfer verbrennen, weiß ich nicht. Knusprig baden. Hallo? Ja? Ich hoffe, du bist nicht schwer. Macht so ein bisschen Schaden. Also, Feuer hat etwas Schaden gemacht, aber zu wenig, als ich sagen würde, das ist die Schwäche. Das ist definitiv nicht die Schwäche hier. Missile. Auch nicht. Ist jetzt Feuer die Schwäche? Also, falls Feuer die Schwäche ist, will ich jetzt also das nicht verschwenden. Ich meine, was macht denn die alles, Alter? Die schießt so viel Zeug auf mich. Ihre komischen Killer-Marienkäfer, ja. Dann ihre Pusteblumen des Todes, ja. Ich will mal versuchen, vielleicht kriege ich die echt so hin. Oh Gott! Okay, das ist die Ach komm, scheiße. Ja, ich wollte sie nutzen, aber oh Mann. Na komm! Ach, es lebt noch! Jetzt nicht mehr. Oh, zum Glück. Hinfort! Hinfort! Oh, war das schlimm. Ich glaube, das ist gar nicht. Ich glaube, die ist besser machbar, wenn man wirklich mal so das. Ja. Weiß ich nicht. Einfach das Bewegungsmuster raus hat. Es nervt mich, dass ich jetzt an den Level 2 Energy Tanks verschwendet habe. Aber ist egal. Ich schaff das Spiel nicht. Ich meine, wahrscheinlich wollen wir mal realistisch sein. Ich hab den Käfer, die Käferdrohne. Wahrscheinlich sehr praktisch ist. Wunderschön. Oh, oh, oh. Die ist ja nice. Okay. Schützt mich also vor Angriffen und sowas. Warte mal hier, dann mache ich mal ein bisschen Lack dran. Überkratzer in deinem Metallrüstung, ja. Gefällt dir, mein, guck mal, ihr könnt aufladen noch weiter und macht den Boom hier, ne? Die Buster-Upgrades erhalten, kriegst du im Waffenmenü. Okay, wunderbar. Jo, dann speichern wir. Bin ich zufrieden. Jetzt müsste aber, erzähle ich, ja. Wir haben 2 von 4 Verbündeten. Mal gucken, ob wir vielleicht in der nächsten Folge, mal gucken, wen ich jetzt nehme. Ich kann es nicht glauben, dass wir schon 5 besiegt haben, aber so sieht's aus. Also, bis zur nächsten Folge.